You gotta listen up, listen up. There's not a thing that... Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, was auch immer ihr gerade habt. Ich mache heute so einen kleinen Alltag wieder für euch, so einen Mama-Alltag. Das habe ich einfach schon lange nicht mehr gemacht, deswegen dachte ich, mache ich das, weil es hat sich auch einiges verändert. Ich habe leider meinen Selfie-Stick irgendwo versiebt, deswegen ist es so ein bisschen blöd. Ich habe jetzt die Kamera einfach aufs Fensterbrett hingestellt. Aber ich filme ja eigentlich immer das, was ich gerade mache und nicht mich selber meistens. Von daher denke ich, ist das eigentlich kein Problem. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Meine Kinder schlafen noch. Ich trinke morgens immer so ein Glas Wasser und dann mache ich meine morgendliche Meditation, ungefähr 20 Minuten. Ich setze mich immer einfach so hier vorne im Wohnzimmer, einfach auf den Boden, so in Richtung Fenster. Und ja, das ist immer ganz schön. Es tut mir wirklich total gut, gerade morgens einfach gibt es einem so viel Kraft, einfach nochmal so in den Tag zu starten. Und man entspannt sich nochmal, bevor sozusagen der Sturm losgeht. Ich habe immer früher gedacht, ich werde es niemals schaffen zu meditieren. Ich habe 3 Kinder, ich habe so einen heftigen Alltag und ich komme einfach nicht dazu. Die Kinder wachen meistens früher auf, als ich es tue. Aber man muss sich einfach wirklich nur die Zeit nehmen und einfach früher aufstehen. Das ist so ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden, aber man kann es machen. Wenn man will, kann man wirklich alles. So, die Kinder sind schon wach, die ziehen sich an. Kinder machen das größtenteils selbstständig. Ich helfe natürlich, wenn mal irgendeine Socke verkehrt rum ist oder so. Und Mali, die schläft noch. In der Zeit mache ich jetzt noch das Frühstück. Wir machen jetzt unseren Windelcheck und ziehen uns um. Zum Glück ist unser Kind nicht so weit weg, sind gerade mal 200 Meter oder so. Es geht immer ganz schnell. Ich bringe mal die Kinder weg und danach frühstücken wir mit Mali immer zusammen. So, wir frühstücken jetzt mit Mali. Mali sitzt schon lange nicht mehr im Babystuhl, sie hat hier ihren eigenen Platz, also da kriegt man sie gar nicht mehr rein. Okay, Mali? Sie sieht gerade genauso aus wie Kira, also wenn ich noch ein Foto von Kira finde, dann blende ich das euch hier ein. Sieht gerade genauso aus wie Kira, gell? Wir frühstücken jetzt und dann haben wir noch ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Ich wollte den Swimmingpool zum Beispiel vorbereiten für die Kinder. Den schon mal aufpusten, Wasser reinlassen, damit es auch warm wird. Und Mali kann auch aus dem Becher ganz super trinken, gell Mali? Ja. Ohne zu kleckern. Ja, super mein Mäuschen. Mali ist jetzt 20 Monate übrigens, also wie sie schon gewachsen ist, total groß geworden. Und ja, ich mache den Swimmingpool. Ich wollte noch für die Kinder so Straßenkreide machen. Ich habe so DIYs gesehen. Ich habe gedacht, ich mache das schnell. Das muss man aus so Gips machen. Und das ist dann bis heute Nachmittag bestimmt trocken. Ich kann auch Straßenkreide kaufen. Also Straßenkreide ist eigentlich sehr günstig, aber ich habe gerade keine da. Und jetzt extra hinzufahren ist ein bisschen blöd. Und fürs DIY habe ich einfach alles zu Hause da. Deswegen kann ich es euch auch zeigen, wie das geht. Und ja, danach gehen wir wahrscheinlich raus. Auf meinem Handy rumgedrückt und unser Video gestreamt von YouTube und schaut sich gerade an und tanzt. Also die Qualität unserer Videos ist ja echt nicht schlecht, also auf dem großen Fernseher so gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Schaut euch mal unseren wunderschönen Katzenbaum an. Den haben wir gestern aufgebaut und hier in die Spielecke quasi hingestellt für Zoe, dass sie so einen Baum hat. Wir haben zwar so einen kleinen Katzenbaum oben bei uns, in dem sie mal drin schläft, aber da ist nur so ein kleines Häuschen und dann nur so ein Brett und fertig. Und deshalb dachten wir, wir machen ihr mal so eine schöne große Villa, damit sie hier ein bisschen spielen kann, weil sie ja nicht mehr rausgehen kann seit ihrem Unfall. Und
ja, wie ihr seht, unsere Katze hat nur 3 Beine, weil sie einen Unfall hatte. Falls ihr das nicht mitbekommen hattet, dann mache ich euch, verlinke ich euch gerne das Video dazu. Aber sie ist fit, wie ihr seht, und die springt hier rum, die macht alles. Also es ist jetzt ein gutes halbes Jahr her. Also es ist wirklich so, als ob nie was passiert wäre, kann man sagen. Die ist total fit und hoppelt hier überall rum, springt aufs Fensterbrett. So, ich habe meine 2 Knirpse jetzt abgeholt, ja, vom Kindi. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschafft zu filmen auf dem Spielplatz, weil ich jemanden getroffen habe und ja, dann wir in Gespräch gekommen sind und so viel gequasselt haben, dass ich total vergessen habe zu filmen. Und dann ist meine Mama auch noch zufällig vorbeigelaufen. Sie hat Mali mitgenommen, sie ist jetzt zu uns schon gegangen. Und ich habe die 2 hier schon abgeholt, gell? Kira, wie war es im Kindergarten? Gut. Heiß, gell? Heute ist richtig heiß. Wir essen jetzt Borsch heute zum Mittag, gell? Und danach geht's ab ins Bettchen, Mittagsschlaf. By the ocean waves.